Und weiter geht die wilde Fahrt auf dem Indischen Ozean. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Skull and Bones. Wir sind immer noch in der Demo unterwegs. Und ich habe Post bekommen. Die schaue ich mir jetzt mal mit euch gemeinsam an. Ein Sohn der Freiheit. So verbreitet sich euer Name weiter vor See. Seid vorsichtig, dass ihr nicht die Aufmerksamkeit der großen Kompanien auf euch zieht, die euch zerquetschen und ausspucken werden wie getrocknete Blätter an einem Sommertag in South Carolina. Ich hörte, die Piratenhändler haben Baupläne für neue Schiffe, Ausrüstung und Ausstattung auf Lager. Ich habe auch einige Waren an euer Lager geliefert, als Belohnung, weil ihr so weit gekommen seid. Verwendet sie weise, Captain, um den Grundstein für euer eigenes Piratenimperium zu legen, vorausgesetzt, ihr überlebt den nächsten Vollmond. Ein Sohn der Freiheit. Eine Truhe, Ohrringe. Oh, guck mal. Kriegen wir Deko. Achso, für uns. Zieh mal gleich mal die Ohrringe an. Eure Kleidung passt immer besser zu... Wir haben was für den Unterarm und wir haben Ohrringe bekommen. Hier haben wir bekommen. Wir haben Ringe. Trägt man heute noch Gehröcke? Schon gern so einen coolen Piratenhut. Aber der kostet 800 Silber. Kostet 400. Gute Wahl. Sieht auch schick aus. Warte, wo gibt's hier nochmal? Hier gibt's noch Hosen. Ich hätte gerne noch eine andere schicke Hose. Kostet nur 200. Ist mir leider zu teuer. Warte. Ohne Dreispitz geht es einfach nicht. Ja, wir haben einen Hut jetzt. Die Oberteile finde ich jetzt alle nicht so schnieke. Oh. Das gönne ich mir jetzt, oder? So. Jetzt sind wir schon ein bisschen mehr Pirat. Kommt wieder, wenn ihr etwas Geld übrig habt. Ja, wir gehen ein bisschen plündern. Dann dauert das auch nicht mehr so lange. Greife die Plänkler an, die nordöstlich von St. Anne patrouillieren. Und plündere sie. Wenn du Kriegsschiffe enterst, kannst du möglicherweise Waffen erbeuten. Warte mal. Wo kriege ich jetzt nochmal... Hier ist nur Essen, ne? Unbemerkte Raubtiere sind die tödlichsten. Nehmt genug Reparatursets mit, sonst leckt ihr irgendwann mehr als ein Nudelsieb. Ach hier. Die hat ja auch Kanonen. Kugeln. So, jetzt habe ich kein Geld mehr.
Es gibt keine bessere Händlerin. Ich habe wieder Munition. Und das Geld plündern wir uns jetzt wieder. Also. Nordöstlich von San Zum an. Zu deinem Vorteil und Pfeile an deiner Legende. Hey Captain, geht's an Bord? Ich repariere mal noch nicht. Warum brennt unser Schiff? Sag mal, was aus. Mit der Besatzung entern. Wenn du dich einem Schiff näherst, das schwer beschädigt wurde und anfällig für Besatzungsangriffe ist, kannst du die Aktion mit der Besatzung entern ausführen. Dabei erhältst du mehr Beute, als mit dem Fernrohr sichtbar war. Darunter könnten sogar exklusive Gegenstände und Ausrüstungs... Cool. Danke, dass ich das noch zu Ende lesen durfte. Gas. Ich habe übrigens wirklich in den Einstellungen eingestellt, dass man eigentlich die anderen Spielernamen nicht sieht, aber das funktioniert anscheinend nicht so richtig. Müssen wir jetzt damit leben. Könnte Jute abbauen. Oh, oh. Ich habe mit dem Wendekreis manchmal noch ein bisschen Probleme. Manchmal öfter. Auf jeden Fall gleich im Suchgebiet. Plänkler. Könnten wir angreifen? Wird schon angegriffen. Ich gehe da jetzt auch mit angreifen. Klar. Den greifen wir jetzt los! An. Schatten dicht machen! Das bisschen raue See hier gerade. Der Wendradius. Ich komme einfach nicht hinter den. Ich
Was kann über Bord, Captain? Wir sind überladen. Wie lange verfolgen die uns eigentlich noch? Da kommt ein ganz großes Schiff. Ich habe das eine Schiff jetzt versenkt, aber nicht geplündert. Nochmal. Gehen wir dort einfach mit rein in den Kampf? Ich habe übrigens gerade geändert. Das war dieses. Also. Ja, optional. Nee, muss ich jetzt nicht. Ich fahr zurück. Erstmal Ausdauer wieder organisieren. Nichts zu verbrauchen. Verstehe ich nicht mit dem Essen. Ich habe nur noch ein Reparaturset. Nun. Ich glaube, ich muss jetzt mal gucken, dass ich mir neue Reparatursets organisiere. Im Schussfeld. Hey. Er hat auf mich geschossen. Oh, ich muss einmal um die komplette Insel rum. Na ja, gut. Ich kann mir hier noch was abbauen. Gucken wir uns hier mal die Insel an. Jetzt bin ich wieder zu weit weg. Geht auch.
Aber warum wird mir das dort noch angezeigt? Wegen der optionalen Aufgabe. Das mache ich ja jetzt nicht. Hat sich gelohnt, das Plündern. Mit jedem Hammerschlag sprengt der Schmied die Ketten der Vergangenheit. So, kann ich bei denen was Schickes kaufen, wenn wir jetzt schon mal hier sind? Wo sehe ich, wie viel Kanonenkugeln ich gerade habe? Keine Ahnung. Ich muss jetzt hier scharf rechts. Ja, ich muss sagen, diese Schiffsschlachten sind halt das, was mich so ein bisschen bremst. In meiner Begeisterung. Also, mir macht das Spiel tatsächlich mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Aber Schiffsschlachten. Ich mag das nicht. Ich finde, ich bin da so unwendig. Nee. Und dann bin ich immer mittendrin im Geschehen. Und komme nicht mehr weg so schnell. Euer Ruhm wächst. Ihr habt Rückgrat bewiesen. So, kann was kochen. Hey, der ist nur für die ollen Perückenträger zu Hause. Oh, ist das das, was wir für unsere Besatzung machen müssen? So verdammt toll an diesem Schiff. Weißt du das nicht? Das cool. Es gab so viele Diamanten. Aber warum? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das verstehe ich immer noch nicht, warum ich nicht Mehl. Ich gehe mal Mehl kaufen. Hatte doch Mehl, glaube ich. Der König der Diebe empfängt nicht jeden. Skurlock muss einen Narren an euch gefressen haben. Nehmt genug Reparatursets mit, sonst leckt ihr irgendwann. Wenn ihr Proviant braucht, kommt zu Marco Lacey. Jedenfalls teures Mehl. Das Seevolk wird den Fahrerclan niemals besiegen. Landratten.
Gut, wir geben jetzt hier mal die Sachen ab. Ich mache euch eine gute Waffe. Aber tut euch nicht weh damit. Ich dachte, ihr kneift. Ich dachte, ihr drückt euch. Doch ihr habt mich eines Besseren belehrt. Ihr habt Kompaniekriegsschiffe aufgebracht und ausgenommen. Fast wie ein echter Pirat. Oh, ich kann Reparatursätze jetzt selber herstellen. Ist gut. Zum Töten aufgetakelt. Ob es darum geht, Respekt einzuflößen oder Rivalen einzuschüchtern, die Kleidung eines Piraten sagt viel über dessen Ruf aus. Kleide dich neu ein. Ja, toll. Gut, aber wir müssen ihr habt der Kompanie geschadet, euren Ruhm ausgebaut und euch den Respekt der anderen Piraten verdient. Aber ihr seht scheiße aus. Geht zu Florentin im Atelier. Die kleidet euch angemessen ein. Nett. Aber warte mal. Ach, er ignoriert mich. Ich wollte jetzt noch mal kurz gucken, was so ein Reparaturset, wenn ich das herstellen möchte, was mich das kostet. Aber gut, dann gehen wir uns erst noch mal umziehen. Die sah auch schick aus, die gerade rauskam. Ihr könntet zweifellos bessere Kleidung gebrauchen. Jetzt den Hut absetze. Zählt das doch? Zählt das, er ist umgezogen? Au revoir, Kapitän. Kommt ihr wegen mir zurück, oder? Was habe ich für neue Ausrüstung? Was? Da stand neue Ausrüstung. Warte, was war das gerade für ein lustiges Outfit? Davon habe ich nichts. Nur von 8. Schreckliches Wetter in letzter Zeit. War das alles? So, ich bin jetzt würdig. Ich gehe jetzt zurück zum Schmied. Denkt daran, wenn euer Ruhm wächst, sollte euer Stil mithalten. Also wenn das kein Stil ist, weiß ich jetzt auch nicht. Auf einem Kompanieschiff. Hey, ihr! Ja, ihr kämpft! Sag Master Sherlock, wir sind in den Graben. Wie läuft euer Tag, Piratin? Ich bin aufgetakelt. Ah, ihr wart also im Atelier. Mhm. Aber Kleider machen noch keinen Piraten. Wenn ihr euch von anderen abheben wollt, müsst ihr euren Ruhm steigern. Dann bieten sich Gelegenheiten mit mehr Risiko und mehr Ausbeute. Wenn ihr einer Herausforderung nicht gewachsen seid, schmiede ich euch einfach etwas Tödlicheres. Macht weiter so, dann nehmen auch große Fische wie Skurlock bald von euch Notiz. Wir können einen Kutter bauen? Also, rein theoretisch. Und wir hätten einen anderen... können jetzt einen anderen Begleiter. Haben. Warte, wo stelle ich aber Piraten das sind ein gieriges Reparaturset her? Eine Forelle im Topf ist besser als ein Lachs im Meer, sagte meine Ma immer. Dieses Gespräch war ich hat das nie stattgefunden.
Durch das Verfolgen eines Bauplans, den du besitzt, kannst du ganz leicht die erforderlichen Materialien sehen, um den Gegenstand herzustellen, sowie wie viel von jedem Material du bereits besitzt. Dadurch wird auch die Position aller verbleibenden Materialien auf der Karte angezeigt, die du dann bei Bedarf markieren kannst. Irgendwas markiert? Punkte weg! Ich habe schon Sachen in der Sammlung. Nice. Oh, mir fehlt noch ganz wenig. Dann bin ich Level 3. Ich muss zu Skurlock. Diese Set jetzt alle deine aktuell verfolgten Baupläne. Neue erhaltene Baupläne werden hier automatisch hinzugefügt. Du kannst hier eigene Baupläne aus dem Kodex hinzufügen. Ich könnte Reparatursätze herstellen, aber bei wem? Nicht hier? Skurlock sprach mit euch? Das mag etwas bedeuten. Aber habt ihr auch Geld? Zimmerer? Auf euer Schiff auf. Zimmermann? Ihr kennt Skurlock? Ich hatte leider nie die Ehre. Ihr müsst wichtig sein. Ah. Baupläne, Reparatur-Dings. Und die Zeit ist rum. Und mein Hals ist krass. Deswegen ganz praktisch, dass ich die Folge für heute hier beende. Und kurz was trinken kann. Und, genau. Wir sehen uns dann morgen nochmal wieder. Ich würde mal eine Folge noch machen. Ich schaue mal, was Skurlock jetzt für eine Quest für uns hat. Und fahren wir noch ein bisschen rum. Ja. Ich denke, das ist ein guter Plan. Also wir sehen uns morgen sehr gern wieder. Würde mich freuen. Und jetzt winke ich erstmal und sage tschüss. Schönen Tag euch noch. Bye, bye.